Adventsgeschichten von Ursel Scheffler. Erzähler YouTube Glockengießer. Der Stern von Knetlehem. Tina, Nils und Niki sitzen auf der Eckbank um den Küchentisch und basteln Weihnachtssterne. Im Dezember ist es um 5 Uhr schon immer stockfinster. Da mag keiner mehr draußen sein. Dafür ist es in der Küche warm und gemütlich. Die Mutter wiegt die Zutaten für die Zimtsterne ab. Wisst ihr eigentlich, warum man an Weihnachten Sterne bäckt und bastelt? Fragt sie plötzlich. Na, weil man da an den Stern von Bethlehem denkt, sagt Nils. Er ist schon 10 und sie haben in der Schule ausführlich über die Weihnachtsgeschichte gesprochen. Weil der Stern von Bethlehem die Leute zum Christkind geführt hat. Deshalb hängt man Sterne an den Christbaum oder Backplätzchen in Sternform, ergänzt Tina. Man kann auch an Sterntaler denken, sagt Niki. Er ist erst 5. Die Geschichte von dem armen Mädchen im Schnee hat ihn sehr beeindruckt. Ach, Niki, du hast keine Ahnung von gar nichts, sagt Tina. Sie ist nur 2 Jahre älter als Niki, kommt sich aber 7 Jahre gescheiter vor. Ich will einen großen Stern für die Christbaumspitze machen. Sie sichert sich das Goldpapier. Ich mach einen Strohstern, der ist am schwersten, sagt Nils. Ich mach einen Stern aus Knete, sagt Niki. Knete ist viel schwerer als Stroh und Goldpapier. Da hat er recht. Außerdem knetet er für sein Leben gern. Tina zeichnet ihren Stern vor und schneidet ihn dann aus. Er hat 5 Zacken und einen goldenen Schweif. Nils bastelt mit viel Geduld einen großen Strohstern mit 32 Strahlen. Nikis Stern verändert sich ständig. Er hat die goldgelbe Knete schon mehrfach ausgerollt, aber die Zacken werden immer krumm und schief. Versuch's mal mit einer Plätzchenform, rät die Mutter. Sie holt den Sternausstecher aus dem Küchenschrank. Niki rollt die Knete nochmal aus. Dann sticht er den Stern aus. Der richtige Stern von Bethlehem hat aber einen Schweif, so wie meiner, sagt Tina. Da rollt Niki die Knete nochmal aus. Er drückt das Förmchen aber nur ganz leicht auf. Dort, wo der 6. Zacken ist, macht er mit dem Knetmesser für den Stern einen Schweif. Jetzt sieht er toll aus, sagt Tina. Aber meiner kommt an die Christbaumspitze, sagt Nils. Der ist am größten. Meiner ist am schönsten, sagt Tina. Er sieht wie der richtige Stern von Bethlehem aus. Nein, meiner, sagt Niki und versucht, den Stern mit dem Messer von der Tischplatte abzulösen. Da geht er kaputt. Blöder Stern, schimpft Niki. Ganz grantig ist er. Seine Augen funkeln vor Zorn. Das ist allerhöchstens der Stern von Knetlehem, spottet Nils mit einem verächtlichen Blick auf die gelbliche Kugel, zu der Niki den Stern in seiner Wut zusammengeballt hat. Da heult Niki lautlos. Aber Niki, sagt die Mutter und nimmt ihn auf den Schoß. Sie sieht auf den gelben Kneteklos und sagt plötzlich, wisst ihr eigentlich, dass Nikis Stern dem Stern von Bethlehem am allerähnlichsten ist? Erstaunt sehen Nils und Tina auf den nichtssagenden Kloß. Niki hört sofort auf zu weinen. Der Stern von Knetlehem? Fragt Nils ungläubig. Genau der, sagt die Mutter. Das verstehe ich nicht, sagt Tina. In Wirklichkeit sind alle Sterne so rund wie Nikis Knödel. Sie haben weder 5 noch 6 Zacken. Sie sind so rund wie unsere Erde, die im Grunde auch nur ein Stern unter ganz vielen Abermillionen im Weltraum ist. Ach so, meinst du das, sagt Tina. Kein Stern hat wirklich Zacken. Die Zacken der gemalten Sterne sollen nur das Strahlen, das Funkeln und Leuchten symbolisieren, erklärt die Mutter. Da hast du recht. Das habe ich mir noch nie überlegt, sagt Nils. Jetzt mache ich auch nur noch Knödelsterne. Das ist viel einfacher, sagt Tina. Aber nicht so hübsch, sagt die Mutter. Und ich bin der Erfinder vom echten Weihnachtsstern, sagt Niki stolz.